Herzlich willkommen bei Easy Food bei Rewe. Ich bin Daniel von Zoon Kitchen und werde was kochen. Das Ganze mache ich aber nicht alleine, sondern habe meinen Kollegen mit an Bord, den Hansi Cho. So, was kochen wir heute? Wie wär's mit Kimchi Taco? Kimchi Taco. Mit was fängst du an? Ich fange mit dem Knoblauch an und du mit der Marinade. Ich fange mal an mit dem Honig. Davon packt ihr einen Esslöffel ungefähr rein. Als nächstes einen Esslöffel Sesamöl, einen Schuss von der Sojasauce und einen Schuss vom Sake. So, jetzt nehmen wir mal eine starke Hand und das Hack mit der Marinade und vermengt das alles so lange, bis es schön gleichmäßig aussieht. Vegetarier haben wir auch nicht vergessen. Das ist alles, was wir jetzt hier machen, ist auch mit Tofu möglich. Jetzt kommen wir zum Rotkohl. Ganz fein schneiden. Ich mache bei den Tafelessig hier noch ein bisschen Löffel Zucker rein und so zwei Prisen Salz. Das wird alles schön umgerührt. Jetzt kommt der Rotkohl rein. Daniel gießt dann noch ein bisschen Wasser. So, ihr rührt das jetzt alles noch ein bisschen um, damit sich die Stückchen drin auflösen. Das lässt ihr eine Stunde stehen und fertig sind die Rotkohl-Pickets. Das heißt, brauchen wir eine Tomate. Nehmen noch eine Viertel von der Schalotte und eine Radieschen. Nicht vergessen, eine Handvoll Petersilie. Lass ruhig den Stiel dran, weil im Stiel ist ein ganzer Geschmack drin. Pack noch ein bisschen Olivenöl rein und zu guter Letzt ein Schuss Balsamico. Das Ganze wird dann jetzt noch umgerührt und fertig ist dann auch schon die Salsa. Als nächstes werden wir die Joghurt-Sesam-Minzsoße vorbereiten. Auch bei der Minze bitte, so gut es geht, auf den Stiel dran lassen, weil dort einfach der ganze Geschmack drin ist. So, wir packen jetzt erstmal den Joghurt hier rein. Dazu kommt ein kleines bisschen Sesampaste, einen guten Esslöffel von rein. Dann kommt die Pfefferminz und dann wird das Ganze schon mal gemixt. So, fertig ist die Joghurt-Sesam-Minzsoße und diese gibt unserem Taco einen frischen arabischen Touch. Und letzter Schritt, Feta mit Chili und das Hackfleisch. Shotgun Hackfleisch. Einfach ein Stück Feta, ein bisschen Chili und gut vermengt. Dadurch, dass Sake in dem Hackfleisch drin ist, braucht ihr kein Öl hinzuzufügen. Am besten jetzt beim Hackfleisch, ihr viertelt das Ganze und wendet dann diese vier Teile einmal. Und zum Schluss ist es, damit es halt nicht so auseinanderfällt, ist wichtig, dass ihr praktisch diese vier Teile einfach nur so zersticht. Das mache ich jetzt mal hier. Ich mache jetzt schon mal die Toppings und dann seht ihr auch, was wir heute alles schon zusammen gekocht haben. Als erstes nehmen wir ein Pita-Brot, halbieren es. Dann haben wir erstmal für zwei Personen. Dann den Rotkohl, den wir heute gemacht haben. Dann kommen wir zu unserer Salsa. Den Feta-Käse, den wir gemacht haben. Unsere Joghurt mit Sesamsoße. Den Salat kleingeschnippelt. Und unsere geheime Wunderwaffe, das Kimchi. Das ist halt fermentierter Chinakohl, den haben wir schon vorbereitet. Den kriegt ihr überall bei jedem Asiamarkt. Und heilt jede Wunde. Jetzt fehlt nur noch unser Honey Beef. Und fertig ist der Kimchi-Taco. Zum Toppen. Hast du Hunger? Ja. Perfekt, dann essen wir ein. Also unser Kimchi Taco ist genau so geworden, wie er sein soll. Mega lecker. Probiert einfach mal eure eigene Kreation aus zu Hause. Gebt euch Mühe dabei und haut einfach rein. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen mit unserem Kimchi-Taco inspirieren. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch uns einfach einen kleinen Like. Ja genau, kommentiert, was das Zeug hält, verratet uns, was für euch das Easy Food des Sommers ist. Und vor allem abonniert doch den Rewe-Kanal hier unten links und vergesst auf jeden Fall nicht, uns hier in Berlin zu besuchen. Vielen Dank. Peace.